Jude 20, 21 bis 30. Hm. Da steht ja, dass Aaron der Bruder von Musa. Aaron. Genau, von Musa ist der Bruder. Nein. Guck mal, das ist der Bruder von Maria. Okay, wo steht das? Das steht im Koran. Ja, im Koran steht ja, dass Maryam die Schwester von Aaron ist. Aber Aaron ist ja alle, wie Aaron ihn kennt. Es gibt nicht nur einen Aaron. Genau, wo steht das? Das meine ich. Das hat der Prophet erklärt. Und wo erklärt er das? Das hat er in Sahih Bukhari und Sahih Muslim erklärt. Und was sagt er da? Er sagt, dass Musa a.s. der Bruder von Aaron ist. Okay. Und der Bruder von Maryam hieß auch Aaron. Okay, ah, das erklärt er dann. Ja, okay. Okay. Wenn ich sage jetzt Mohammed, ja, gibt es nur einen Mohammed? Man muss immer den Koran und die Sunna lesen, weil die Sunna den Koran erklärt. Ja, ja. Es gibt viele Versen im Koran, die der Prophet a.s. erklärt hat, und das ist auch die Funktion von einem Prophet. Ich habe noch eine Frage, ja, weil ich rede auch mit vielen Muslimen, wir sind auch unterwegs. Viele sagen immer wieder, dass der Koran ein Update, sagen die, ein Neueres, richtig, was Neueres gekommen ist. Dann frage ich aber, dann erzähl mir, was ist neu? Also was hat jetzt Mohammed Neues gebracht? Sehr schön, eine sehr schöne Frage. Jetzt, nachdem die Tora entstellt worden ist, hat Allah Isa a.s. entsandt mit dem Evangelium. Okay. Und nachdem das Evangelium entstellt worden ist, hat Allah den Koran offenbart. Der Koran ist eine Bestätigung für die Tora und für das Evangelium und für alle Bücher, die vorher gewesen war. Okay. Update. Und was ist das Neue daran? Das Neue daran ist, dass du 5-mal am Tag betest. Okay. Ja? Hm. Dass du einen Monat Ramadan fastest. Okay. Ja? Dass du 2,5% Spenden abgibst von deinem Vermögen. Ich habe ihn einen auf Deutsch schon gegeben. Die Pilgerfahrt nach das ist das Neue. Saudi. Das ist erstmal, was Ibadat angeht, was gottesdienstliche Handlungen angeht. Ja. Ja? Allah sagt auch im Koran, ich habe diesen Prophet geschickt für die Christen und für die Juden, als jemand, der ihnen das Leben leichter macht. Ja? Guck mal, die Juden zum Beispiel. Weißt du, wie die Juden beten? Ich weiß, wie die Juden beten. Ja? Ja, auch immer zum Tempel gewandt, nach Jerusalem. Ne? Aber Die beten stundenlang. Mhm. Ja? Die Christen haben weniger gebetet. Ja? Weiß ich nicht. Also, kann ich nicht sagen. Ich weiß nicht, wie bin ich bei denen dabei im Kämmerlein, aber das kann ich nicht sagen. Ja, aber du musst wissen, wie Jesus gebetet hat. Jesus hat ganze Nacht gebetet, sagt die Bibel. Ne? Sagt die Bibel. Genau, er hat ganze Nacht durchgebetet. Das kann sein. Das kann ich glauben. Jetzt hat Allah uns nur 5 Gebete auferlegt. Mhm. Ja? Jedes Gebet ist 5 Minuten oder 10 Minuten. Das ist Erleichterung. Ja? Allah weiß, dass wir jetzt in so einer Situation, in so einer Zeit leben, wo iPhone und wo die Menschen einfach kürzer leben und wo die Menschen einfach sehr viel Stress haben. Ja. Du hast das ist Erleichterung. Also der Koran ist ein Update für die gesamte Menschheit bis zum jüngsten Tag. Erleichterung auch. Okay. Also du sagst, das ist ein Update. Ne? Musa hat vor Mohammed gelebt. Richtig. Musa hat vor Mohammed gelebt und Musa hat auch das Gesetz am Sinai gebracht. Das Gesetz an die Menschen, an das Volk Israel. Und das im Gesetz war, wenn du diese Gesetze tust, wirst du durch dieses Gesetz leben, wirst du Leben bekommen. Ne? Und die Menschen konnten das Gesetz nicht halten. Adam und Hawa konnten im Jannah nicht eine Gebot halten. Und wir haben mehrere Gebote als sie bekommen. Und wir leben hier in dieser Welt, wo überall ist Sünde, überall ist Verführung. Verstehst du? Wir können nicht das ganze Gesetz halten. Wir können nicht alle Gebote halten. Das heißt, alle Menschen sind schuldig vor Gott. Alle Menschen haben gesündigt. Und Gott ist ein heiliger Gott. Gott duldet keine Sünde. Ich glaube nicht, dass Gott eine einzige Sünde duldet. Adam und Hawa haben den Befehl direkt von Allah bekommen. Genau. Und Allah hat ihnen gewarnt, beide gewarnt. Der Satan ist euer Feind, nehmt ihn als Feind und esst nicht von diesem Baum. Mhm. Ja? Es geht um den Befehl. Genau. Esst nicht von diesem Baum. Und weil der Mensch vergisslich ist, ja? Der Satan kam, Iblis kam zu Adam und Eva und hat bei Allah geschworen, dass Allah ihnen verboten hat, aus diesem Baum zu essen, damit sie nicht ewig leben und damit sie nicht Engel werden. Ja? Und die Tatsache, dass er
bei Allah geschworen hat, ja, für Adam war es etwas Heiliges. Wie kann der Satan im Namen Allah schwören und dabei lügen? Ja? Der hat von diesem Baum gegessen. Ja? Und direkt hat er Allah um Verzeihung gebeten. Allah sagt im Koran, und wir haben Adam verziehen. Ja? Allah ist allbarmherzig, also sein Name, seine Eigenschaft, allvergeben, allbarmherzig. Ist er gerecht, wenn ich mal kurz so reinfahre? Ja, Moment. Der Prophet Muhammad a.s. sagte, die Gebete tilgen die Sünden. Das heißt, wenn du fünfmal am Tag betest, die Sünden, die kleinen Sünden, die du dazwischen gemacht hast, die werden getilgt. Okay. Ja? Jetzt. Ich gebe dir nur eine kleine Überlieferung. Ja? Erstmal, wie Allah oder wie barmherzig und wie allverzeihend Allah ist. Einer hat 99 Menschen getötet. Der kam zu einem Rabbiner, Jude, und hat ihn gefragt, verzeiht mir Gott. Ja? Er hat ihm gesagt, nein, du bist ein Sündiger, Gott verzeiht dir nicht. Er hat ihn getötet. Das sind 100. Und der ging weiter, hat einen Wissenden gefragt, ja? Verzeiht mir Gott, ich habe 100 Menschen getötet. Er hat ihm gesagt, Gott ist barmherzig, allverzeihend. Wenn du ihm um Vergebung bittest, er vergibt dir. Aber du musst die Stelle wechseln, wo du diese Sünde gemacht hast. Der ist weggegangen zu einem Dorf, wo gute Menschen leben. Und unterwegs ist er gestorben. Dann kamen die Engel links und rechts und die wussten gar nicht, ob er ins Paradies oder in die Hölle kommt. Allah hat ihnen gesagt, misst den Abstand zwischen dem Ort, den er verlassen hat, und dem Ort, wohin er geht. Wenn der Abstand von dem Ort, wohin er geht, kürzer ist als den Abstand, oder als den Abstand, den er verlassen hat, oder den Ort, den er verlassen hat, dann kommt er ins Paradies. Und die haben angefangen zu messen und Allah hat die Erde bewegt, so dass der Abstand zwischen sein Tod und die Stelle, wohin er geht, kürzer geworden ist. Guck mal, das ist die Barmherzigkeit Allahs. Allah ist allverzeihend, allvergebend. Ja? Allah hat uns erschaffen, schwach, hat uns einen Verstand gegeben. Und jemand, der Verstand hat, der muss Fehler machen. Allah sagt in einem heiligen Hadith, O Sohn Adam, wenn du keine Sünde begehst, werde ich dich ausradieren, neue Schöpfung erschaffen, die Sünden begehen, damit sie mich um Vergebung bitten. Musa hat auch gesündigt, alle, aber Jesus war ohne Sünde gewesen. Moses hat keine Sünde begangen. Menschen getötet. Ja, er hat einen Fehler gemacht. Genau, es gibt einen Unterschied. Sünde. Nein. Fehler und Sünde sind unterschiedlich. Vor Gott ist das gleich. Nein. Das ist genau gleich. Guck mal, Fehler, wenn ich dir sage, geh rechts und du gehst links. Das ist ein Fehler. Ja? Und was ist eine Sünde? Sünde gegenüber dem Allmächtigen. Also wenn der Allmächtige dir ein Gebot gibt, du übertrittst das Gebot, dann hast du den allmächtigen Gott gebot. Dann ist es eine Sünde. Genau. Und Morden war nicht erlaubt gewesen. Musa hat gemordet. Ja. Und das war eine Sünde. Also Allah sagt, aus Versehen. Er hat jemanden aus Versehen getötet. Okay. Ja? Aus Versehen heißt Fehler. Ja? Es gibt einen Unterschied zwischen Fehler und Sünde.